Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu dieser Saison 3 beendenden Folge. Sponsoren verwalten, wir brauchen natürlich einen neuen Sponsor, klar. Müssen uns mal gleich mal gucken, wer da so Bock hat auf uns, ne? Nehmen wir doch Nieske Ottoman mit. Wenn wir die Chance haben, Kleidung gestalten. Ja, brauchen wir nicht hier. Wir haben unseren Rennanzug. Brauchen wir nicht einen anderen. Genau, so. Aerodynamik, Chassis. Strapazierfähigkeit. Lass mal bis zur Saisonpause da nochmal was machen. Jetzt 90 Punkte, die nehmen wir nochmal mit. Mal simulieren Richtung Saisonpause. Wie gesagt, immer so viele Punkte mitnehmen, wie es nur geht. Punkte ist mir ein bisschen minimal zu teuer. Was sollen wir bei dieser Angelegenheit machen? Zwischen. Danke für deine Hilfe. Wenn wir mehr Anerkennung gewinnen, gibt es mehr potenzielle Partner, die mit uns arbeiten würden. Wir können jetzt einen weiteren Sponsor über das Firmentab kontaktieren. Können wir? Jawohl, können wir. So, zum Fahrermarkt. No. So scheiße, wen haben wir denn noch auf der Liste? Leclerc war am Ende der Saison letztes Jahr richtig stark. Aber ist er jemand für Porsche? Laut dem ja. Verhandlungen beginnen. Jawohl, Charles Leclerc fährt in der kommenden Saison für uns. Na, bin ich mal gespannt, wie das wird. Bin ich mal sehr gespannt. So, Fahrerrücktritt. Daniel Ricciardo wird seine Karriere beenden. Das wussten wir schon. So, jetzt haben wir noch 22 Millionen hier übrig.
Simulator mal aus. Wenn es dann gleich sowieso mit Geld überschüttet wahrscheinlich. So. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Ja, das wäre eigentlich relativ wurscht. Zum Presseinterview. Danke, dass Sie mich in Ihr Hauptquartier eingeladen haben. Reden wir darüber, wie Sie diese Saison abgeschnitten haben. Ihr Teamkollege hat sich in einem Radiointerview ziemlich offen über seinen anstrengenden Tagesablauf geäußert. Machen Sie sich Sorgen, dass es zu viel für ihn wird? Die Überflutung der Fabrik vor kurzem muss ein heftiger Rückschlag gewesen sein. Wie stark wirkt sich so etwas auf Ihr Team aus? Sie hatten vor einer Weile mal eine größere Investition in Ihre Chassisabteilung erwähnt. Hat diese Investition Ihrem Team gegeben, was es braucht, um dieses Wochenende weit nach... Bei einer aktuellen Umfrage wurde ermittelt, dass Sie von allen Formel-1-Teams die zufriedensten Angestellten haben. Was für eine Auszeichnung. Was macht Sie Ihrer Meinung nach zu dem besten Team, für das man in der Formel 1 arbeiten kann? Quellen aus Ihrem Team haben die Atmosphäre mit einem Druckkochtopf verglichen. Das bezog sich sicher auf den Termindruck, dem Ihre Angestellten ausgesetzt. Es hat mich sehr gefreut, dass wir hier sein durften. Viel Glück auf der Strecke. Immer gerne. So. Ich mache mir Sorgen wegen unserer Ersparnisse. Wir haben kaum Geld und müssen vielleicht anfangen, Einrichtungen zu schließen. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn deine Anerkennung wird nicht nur steigen, wenn du gewinnst, sondern sich auch verschlechtern, wenn du verlierst. Wir haben hier Stufe 4 Dinge reingeholt. So, mehr können wir nicht machen. 443 Punkte sind offen. Das reicht nicht mal mehr für dieses eine Update. Shit. Da geht auch nichts mehr. Glaube ich. Ich bin hier unsicher. Nee, da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr. Gibt es nicht, da geht tatsächlich noch was. Boah, bin ich glücklich. Dann nehmen wir das Teil noch glatt noch mit. So, da stehen wir natürlich nicht gut da gerade. Noch ein bisschen besser. Da stehen wir eigentlich richtig gut da. So. Dann beenden wir den ganzen Spaß hier mal. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Glaube ich. Saison abschließen. Damit schauen wir nochmal. Ne, wir können nicht hinterschauen, sonst spoiler ich euch ja. Ich bin so gespannt, wer wo fährt. Nächste Saison. Ich sage ciao und V, bleibt gesund. Wir sehen uns.